Weil drüben noch was? Nein. Doch ein Zaun, den wir einsetzen können. Traumhaft. So, hier haben wir noch was. Ein Schirm zu schließen, okay. Das wird dann wahrscheinlich... Ach nein, ich sehe schon. Wir müssen an die Leuchtkugel rankommen. Oder wir können an die Leuchtkugel rankommen. Aber es bringt uns doch gar nichts, wenn wir hier den Schirm schließen, oder? Nee, das war blöd. Ich glaube, den hier vorne muss ich offen lassen. Ich darf eigentlich nur den schließen. Oder? Ach nein, ich sehe schon. Können wir den wieder aufmachen? Nee. Gut, dann müssen wir es anders machen. Timing ist die Frage. So. So, bleiben wir erstmal hier. Was? Wieso bin ich jetzt raus? Ich verstehe manchmal nicht, warum ich aus den Schatten rausfalle und warum ich manchmal drin bleibe und manchmal nicht. Das leuchtet mir noch nicht so ganz ein. Da bin ich noch nicht ganz dahinter gekommen. So, jetzt aber schnell. Uah, das war knapp. So, schnell hier rüber. Wunderbar. Ohne Probleme. Da ging es dann auf einmal doch. Ich dachte erst, die so und so viel von 10 ist vielleicht, dass das hier einfach Sammelgegenstände in jedem Akt sind. Aber ich glaube, das ist einfach nur die Anzahl, die wir maximal sammeln können. Oder die wir mit uns führen können, maximal. Oh, it's locked. Oh, wait. So ein Ärger. Didn't you just... I told you I was good at fixing things. Ja, klar. Mach die Tür einfach auf. Geh schon mal vor. Ich guck noch mal kurz, ob wir hier was versteckt haben, was wir einsammeln können. Nein. Alles klar. Maybe you could find another way in. Muss ich ja dann wohl. Finde einen Weg in das Theater. Wen haben wir denn hier? Ist das Fred Astaire? Oder zumindest so ein... Naja, es wird nicht Fred Astaire sein, aber zumindest so ein Verschnitt von ihm. Ich glaube, Fred Astaire war erst in den späten 20ern und dann in den 30ern. Hier haben wir auf jeden Fall noch Serratu und irgendeine Kirsche. Keine Ahnung. Okay, wir können mal wieder lustig verschieben. Schauen wir mal. Wir brauchen erstmal einen Aufgang. Ich glaube, dazu ist unser Stepptänzer am besten geeignet. Ich ziehe die mal kurz aus dem Verkehr hier. Wir können auch die Reihenfolge ändern, sehe ich gerade. Das ist sehr gut. So. Komm mal her. Die stellen wir mal so vielleicht. So. Ja. Warum nicht? Die ist eigentlich ziemlich unpraktisch, weil die so spitz ist. Falls ihr wisst, was ich meine. Nee, ich glaube, ich stelle mal Nosferatu hier drüben hin. Ich lasse die mal in der Reihenfolge. So vielleicht. Ich glaube, ich kann ihn sogar größer machen, da ich die Schulter mit benutzen kann zum Landen. Nein, mach nicht ihn. Ich mache ihn noch ein Stück größer. So. So ist sie. Nicht ihn. Nicht ihn. Bitte. Danke. Jetzt aber. Okay, und sie dann so. Das sieht gut aus. Das könnte doch funktionieren, oder? Halt. Ah, ich komme noch nicht hoch genug. Ich muss ihn noch ein bisschen kleiner machen. So, passt das jetzt? Noch nicht ganz, verdammt. Ich glaube, ich muss das alles nochmal ein bisschen rearrangieren hier. Erstmal schauen, dass er klein genug ist hier. Damit wir drauf springen können. Das reicht immer noch nicht. Ärgerlich. So, jetzt aber, oder? Das muss doch reichen. Nein? Doch. Klar geht das. So, dann schauen wir mal, ob das vielleicht schon reicht. Ich komme mir ziemlich klein vor. So, wir sind oben. Traumhaft. War doch gar nicht so schwer. Vincenzo, der Magician. Der sieht irgendwie ziemlich psycho aus. Okay, was haben wir denn hier Schönes?
Entlassungsurkunde, Johnny A. Fenris, Vergehen, Scheckbetrug. Das haben wir ja schon gesehen, dass er ein kleiner Scheckbetrüger ist. Okay, er ist also gefeuert worden und sie hat sich daraufhin von ihm getrennt, also die Mutter. Sodass, kommst du hier nicht durch? Okay, wir können einfach durch die Wand durchlaufen, das ist natürlich auch cool. Was ist das Rosane hier? Jack. Ach ja, natürlich. Okay, wir müssen doch bestimmt hier irgendwie am Projektor was... Wo ist denn da eigentlich der richtige Projektor hier? Ich sehe ihn gar nicht. Hm, wer weiß. Gehen wir erstmal runter und schauen mal drinnen nach. Unten nach, wie auch immer. Didi, what are you doing here? You're not supposed to be out this late. Where's your mom? Did mommy really kick you out? Were you spying on us at the cabaret? Are you coming home? Well, that's my plan. I've got to convince your mother. She here? No, I snuck out. Oh boy, you're growing up fast. You used to be scared of the dark. But did she really kick you out? Well, yeah, kinda. At the time, I wasn't being very good to her, so I guess I had it coming. I missed you so much. I missed you too, honey. But I'm gonna come back home. I'm putting together a circus, see? It's gonna pay for everything. And you know who it's gonna star? The amazing Vincenzo. How much snooping around have you been doing? Yeah, it's gonna star the amazing Vincenzo. He's good, huh? Look, you're really not supposed to be out this late. I'm gonna take you home. I brought you the milk. I got a couple of investors coming here, and they don't like kids much. I need you to run home by yourself, okay? But I brought you... Didi, you have to get out of here. I won't tell Mom you snuck out. Okay, go. Aber hör ihr doch mal zu, sie hat dir den Film gebracht. Hey, Carmine, Silvio. He doesn't have the movie to show them. His name is Salvio, so why are we here? Salvio, yeah, what did I say? I got great news. Vincenzo is in. You have to show them the movie. You got him, you're sure? Sure, I'm sure. He's gonna play opening night. Really bring in the crowds. So that's why you brought us here, huh? You're gonna show us his act? Yeah, yeah, except the projector's broken. Because if you don't got him, your circus is gonna flop and you're not gonna be able to pay us back. And then I'm gonna have to break your arms and then we see how well you swim. Look, I'm gonna need just a little more money to finalize things with Vincenzo. Are you kidding me? What'd you spend that money on, that suit? Listen, it's all gonna come back to you. Show them the movie! Show them the movie! Ich glaube, Vincenzo hat sich mit den falschen Leuten eingelassen. Ich zeige den Film aus der Leinwand. Wir müssen erstmal schauen, wie wir hier reinkommen. Wie komme ich denn? Ach, drüben ist auch noch ein Eingang. Oh, you broke my finger! Das passiert, wenn man sich mit Mafia-Leuten einlässt. Okay, wir haben ja auch gar nichts anderes, was wir noch sammeln können. Los geht's. Oh. Hey, knock it off, Sal. Check this out. Jeez, he is amazing. I told you I got him. Okay, let's go get your money. Thanks a bunch. Look, why don't I swing by tomorrow and pick it up? Relax. Let's go have a drink, huh? I know a guy who'll fix that finger right up. I can't. I gotta go meet someone. Boy, you're in a hurry, huh? She must be a real ripe tomato. You wanna go meet Johnny's tomato, Sal? I like a ripe tomato. That tomato's my wife. Always wanted to meet the wife. Huh? We'll play canasta. Just the four of us. Hmm? Okay, but... He's not asking, Johnny. He's telling. You're gonna hurt my mom. Keine gute Idee. Solchen Leuten sollte man nie seine Familie vorstellen. Okay, wir müssen ganz dringend hier raus und da helfen. Und der Vater hat echt scheiß Ideen, muss ich sagen. Erster Akt. Die Probleme von drei kleinen Menschen. Geht zum Excelsior Hotel. Okay, was haben wir denn hier Lustiges? En attendant la nuit. Warten auf die Nacht oder so? Mein Französisch ist schon ein bisschen her und war nur in der Schulzeit halbwegs brauchbar. Ich weiß bloß noch so ein paar Sachen, das ist nicht mehr so viel, was ich da noch behalten habe. Weil meine Schulzeit auch mittlerweile schon 7 Jahre her ist, ist schon eine ganze Weile, stelle ich gerade so fest. Gut, aber egal. Müssen wir ja nicht können, zum Glück wird ja alles untertitelt, was wir brauchen, und die Dialoge sind sowieso auf Englisch, von daher scheiß drauf.
Wir gehen gleich ins Excelsior Hotel. So, das müssen wir jetzt abtimen wieder. Sehr gut. Ich finde das sehr cool, muss ich sagen. Mir gefällt das wirklich gut. So, okay. Dann können wir ja weitergehen. Hier drüben ist nichts mehr. Gehen wir nochmal ins Excelsior. Hübsche Katze. She was getting pretty loud in there. See? You meet a guy's wife, now he's got a whole new reason to make good. How come you know so much? Cause my ma used to smack me every time I didn't know. I should try that with my kids. Äußerst sympathische Menschen. Wie hat Didi es auch geschafft so schnell? I can't get in! The door is locked! I need your help! Ja, sehr gute Idee. Betätigen wir einfach mal den Feueralarm. Warum nicht? Begib dich zu den Suiten im fünften Stock. Zumindest haben wir jetzt Licht. Das ist doch auch schon mal schön. Carmines Schuldnerliste. Johnny Fenris, 20 Riesen. Also, wie will der denn mit 20.000 einen Zirkus aufbauen? Das sehe ich noch nicht so ganz, wie er das schaffen will. Gibt's denn noch was? Nee. Ist sowieso eine blöde Idee, sich von der Mafia Geld zu leihen, um einen Zirkus aufzubauen oder um irgendwas aufzubauen. Muss ich das hier reinschieben? Scheint zu funktionieren. Gut. Space zum Hochziehen im Vorsprung, das machen wir gleich. Ich will nur noch mal ganz kurz hier schauen. Natürlich geht das nicht. Wäre ja auch zu schön. Okay. Dann also auf die etwas umständlichere Art und Weise. Okay. Geht aber auch nicht auf. Schade. Ist aber interessant, dass wir zumindest drücken können. Gut, haben wir... Halt, hier war doch gerade was. Oder habe ich mir das eingebildet? Ach, hier, in die Schatten. Ja, natürlich. Was haben wir denn hier Lustiges? Interagieren? Wo ändern wir denn gerade? Ach, hier hinten. Ah, okay. So vielleicht? So. Ach, ich sehe gerade, da können wir auch mit oben an die Leuchtkugel rankommen, ne? Das ist jetzt vielleicht gar nicht, also ich glaube, das schaffen wir so nicht. Das ist jetzt nicht das Problem, aber da oben zu der Leuchtkugel, das ist schon noch ein ganzes Stück weiter. Ich glaube, es ist wirklich erstmal nur dafür und vielleicht können wir dann von oben herabspringen nochmal, um da an die Leuchtkugel ranzukommen. Betätigen wir einfach nochmal den Alarm, das macht doch nichts. So, ich weiß nicht, was sich verschoben hat, aber zumindest haben sich die Schatten wieder verschoben. Bringt uns das mit dem Aufzug denn was, wenn wir den uns mal ranholen? Ja, bleibt wieder zu, natürlich. Hier ist ja nichts. Ach doch, hier ist was offen. Ah, sehr gut. Was war das für ein Geräusch? Man weiß es nicht, ne? Okay, jetzt sind wir aber auch nur wieder hier. Das bringt uns ja jetzt nicht so viel. Jetzt sind wir nach unten gegangen wieder. Ich gehe nochmal kurz nach oben. Ist das vielleicht um den... Moment, ich schau mal kurz mit dem Aufzug. Vielleicht müssen wir den Aufzug wieder in den zweiten Stock holen und deswegen haben sie ja die Tür aufgemacht, damit man möglichst schnell dann wieder runtergehen kann. Okay, die Schatten verschieben sich entsprechend nach oben. Und vielleicht müssen wir auch oben jetzt wieder... Schauen wir mal kurz, bringt uns das was mit den... Ich glaube schon, wir drehen mal kurz hier nach oben. Ich will mal kurz schauen, ob wir von oben aus vielleicht da drauf können. So. War jetzt nur so ungefähr geraten, wie das so ungefähr sein könnte. Und jetzt schauen wir doch mal, wie es oben so aussieht.
Okay, das ist nicht ganz so, wie ich mir das... Nee, das muss ich noch ein Stück niedriger machen. Okay. Hüpfen wir gleich so runter. So vielleicht. Ich mach das mal... Ich probier mal so. Vielleicht schaffen wir es damit rüber zu springen. Ich glaube, wir haben zwar eh gerade 10 von 10 Leuchtkugeln, aber das macht doch nichts. Einfach nur eine Vollständigkeit halber. So, wir kommen schon mal drauf zumindest. Okay, an dem Ding bleiben wir hängen. Das ist ja interessant. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Gut, beziehungsweise eigentlich auch nicht so gut. Dann sollten wir das vielleicht mal andersrum probieren. Vielleicht bringt uns das irgendwie mehr. Ich weiß es nicht so richtig. Kannst du mal? Machen wir das mal so. Moment, wir können... Ich wollte jetzt gerade auf dem Bildschirm zeigen. Wir können ja diesen Schatten von dem Geländer mit benutzen als Sprungfläche diesmal. Das heißt, vielleicht können wir das so machen. Jetzt sieht man natürlich drüben wieder nichts. Das ist großartig. Okay, ich glaube, ich komme aber nicht oben drauf. Das wird halt ein bisschen doof. Drüben ist keine Tür auf, ne? Nee. Ich will jetzt mal probieren... Weiß gar nicht, ob ich das gerade schon erwähnt habe oder ob ich es mir nur gedacht habe. Ich will mal probieren, von der anderen Seite aus hochzuspringen. Okay, wir können... Ach, die Tür auch wieder? Nein! Jetzt verschiebt sich das wieder. Verdammt! Ich dachte, das bleibt so, wie es ist. Verdammt, das war nicht gut. Okay, wir lassen das einfach mal unten. Und schauen mal kurz, ob uns das in der Form irgendwie weiterbringen kann. Jetzt könnten wir ja theoretisch dort wieder den Vorsprung benutzen. So. Ich mach mal so. Das funktioniert nicht, garantiert nicht. So, wir müssen mal schauen. Irgendwie wird das schon gehen. Ist halt gerade auch so ein bisschen Try and Error mäßig. Man kann es eigentlich nur durch Herumprobieren irgendwie mal hinkriegen. Irgendwann wird es schon klappen. So, jetzt kommen wir zumindest schon mal hier drauf. Und auch hier drauf, das ist schon mal gut. Geh bitte mal nach unten. Kannst du loslassen? Wie lässt du denn... Ach so, lässt du los. Okay. Gut, die andere haben wir gar nicht mehr gebraucht. Wir kommen auch so schon in den fünften Stock. Wunderbar. Das war doch ganz erfolgreich. Maybe you could sneak in through a window or something. And then you could let me in. Na klar.